Zum 30. Mal Tag des offenen Denkmals. Zum ersten Mal öffneten sich die Türen des Schlosses Remplin. Hier wohnte bis 1940 Georg Alexander Herzog zu Mecklenburg. Sein Ururgroßvater war ein Bruder der preußischen Königin Luise. Gut zwei Drittel des Schlosses brannten damals ab. Einzig der Nordflügel blieb stehen. Jetzt hat die Sanierung begonnen. Ich habe immer ein Gutshaus oder ähnliches hier in Mecklenburg-Vorpommern gesucht. Und das war halt zufällig, dass man mir dieses Objekt fast geschenkt hat. Und danach erwuchs eigentlich erst die richtige Aufgabe, nämlich dass es eigentlich eine kulturpolitische Aufgabe ist, dieses Schloss wieder herzurichten, weil es enorme Geschichte hat. Denn 1940 verbrannten viele Kunstwerke und eine große Bibliothek. Heute nun kehrte Kunst in das Schloss Remplin zurück. Das zog zahlreiche Besucher an. Einige kamen, um die Bilder zu sehen. Werke der zeitgenössischen Kunst. Andere interessierten sich mehr für die Baustelle, zum Beispiel Harald Ponocny. Er wohnte hier vor 40 Jahren. Von da zu, da stand ein Kachelofen und hier rüber. Das war unser Wohnzimmer. In seiner alten Wohnung werden jetzt die Balken saniert. Nächstes Jahr soll dann das Dach folgen. Und wenn alles fertig ist, warten hier einmal eine Kunstausstellung, ein Kulturcafé und Ferienwohnungen auf Gäste. Dazu hat der Eigentümer aus Berlin vor 2 Jahren die Leupoldsche Stiftung ins Leben gerufen. Viel Arbeit wartet aber noch auf ihn. 10 Jahre ist realistisch. Also wenn ich gut bin, in 5 Jahren. Aber 10 Jahre ist durchaus ein Zeitfenster, was ich insgesamt geplant habe. Gleich neben dem Schloss der historische Park. Umgestaltet von Peter Joseph Lenné im englischen Stil vor gut 160 Jahren. Mit der ältesten Sternwarte Mecklenburgs. Das Schloss Remplin war heute eines von rund 200 Denkmalen im Land, das die Türen für Besucher geöffnet hatte.